Okay, das ist für die zweite Review vielleicht etwas unerwartet. Sonic Generations. Eigentlich hatte ich geplant, mich als nächstes um Deadly Premonition zu kümmern. Aber ich hatte letztens so einen Drang, meine Steam-Library durchzuscrollen und irgendwas auf 100% durchzuspielen, und da ploppte mir Sonic Generations quasi ins Gesicht. Ich konnte es damals nicht wirklich spielen, weil mein Rechner zu schwach war. Schäm dich was! Ja, schäm dich was! Jetzt kann ich das Ganze aber genießen und, wisst ihr was? Mir gefällt's. Soweit ich mich erinnern kann, war Sonic ja mal ein eher unterschwelliger Part meiner Gaming-Geschichte. Auf dem Genesis habe ich damals Sonic als eines meiner ersten Games gespielt. Ich habe alle Gameboy-Teile gehabt, Sonic Adventures 1 und 2 habe ich echt gemocht, Heroes habe ich lediglich zugeschaut und dann habe ich Sonic 06, sagen wir mal, erlebt. Ich habe eigentlich einen Großteil der Games probiert, inklusive dieses Bootlegs, das ich irgendwann mal irgendwo in einem Bulgarien-Urlaub aufgeschnappt. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich das habe, das ist einfach in meiner Box. Aber es hatte nie den Impact auf mich, den beispielsweise ein Zelda hatte. Wieso? Sagen wir einfach mal, jedes Game hat so seine Macken. Das erste Sonic war anders, als es eigentlich sein sollte, wirklich langsam, und es hatte schlimme Enemy Placements. Die Gameboy-Teile bestehen aus Instant Death Traps. Und Unleashed hatte den Und hier rollt dann Generations rein und gibt mir einfach einen gigantischen Nostalgia-Trip der Freude und flüstert mir einfach konstant ins Ohr: Mach eine Review. Und jetzt schreibe ich das Skript. Beziehungsweise eigentlich lese ich es genau in diesem Augenblick vor. Also ich habe hier aufgeschrieben, dass ich es jetzt vorlese, obwohl ich beim Schreiben noch nicht vorgelesen habe, was hyper. Oh, fange ich am besten an. Nehmen wir einfach mal die Story, dann haben wir das kleine Rübe gleich aus dem Weg. Sonic hat Geburtstag und niemand hat ihn vergessen, außer er natürlich. Und deswegen schmeißen alle eine Party für ihn. Und mit alle meine ich alle. Auch die Leute, die er eigentlich nicht mag, oder Leute, die ihn eigentlich nicht mögen. Aber plötzlich mögen sich alle und plötzlich gerät auch alles außer Kontrolle. Dimensionen werden auseinandergerissen und der Strom der Zeit durcheinandergebracht. Der alte und neue Sonic begegnen sich und retten zusammen die Welt. Story-Klischees, check. Die Story ist ziemlicher Standard, klar, aber hat ein, zwei schöne Momente und unterbricht den Gameplay-Fluss nicht allzu sehr. Außerdem gibt's viele Zeitreise-Puns, was die ganze Sache wieder wettmacht und dann selbst Mario gefällt. Und apropos Gameplay. Das Gameplay ist an sich wirklich gut gelungen und eigentlich sollte jeder von euch das Sonic-Prozedere bereits kennen. Wir sind ein schneller blauer Igel, rennen von A nach B, haben verschiedene Pfade, je nachdem wie gut wir reagieren, können Ringe sammeln und sind schnell. Da wir zwei verschiedene Sonics haben, werden die Level in zwei verschiedene Akte eingeteilt. Den meist einfachen 2D-Sonic-Part, den ich euch quasi gerade eben erklärt habe, und die neuen 3D-Level, welche ein Mix aus genannten 2D-Parts und dem neuen Sonic Unleashed Gameplay ist. Während der alte Sonic nur das kann, was früher ging, sprich Spin-Dashen und Chargen, um einen Raketenstart hinzulegen, kann der neue Sonic jederzeit einen Booster aktivieren, den ihn mit Ringen auffüllt, Gegner anvisieren und undashen, sowie um Kurven driften, wenn nötig. Falls euch die Standardfähigkeiten von Sonic aber nicht ausreichen, könnt ihr auch beim Charge weitere Fähigkeiten wie die bekannten Feuer- oder Elektroschilde holen, die ihr dann in-game wieder verwenden könnt. Durch das Abschließen von Stages bekommt ihr Punkte und mit den Punkten könnt ihr immer wieder in Abständen weitere Fähigkeiten kaufen. Je mehr Goodies ihr sammelt, wie zum Beispiel die roten Ringe zwischen einzelnen Stages, desto mehr Fähigkeiten schaltet ihr frei, die ihr nutzen könnt. Die Overworld ist eigentlich ganz nett eingeteilt. Es gibt insgesamt 9 Welten mit je 2 Akten. Das Ganze wird in 3 Kapitel eingeteilt, die jeweils ein Haupt- und ein Sideboss haben. Das absolute Highlight von Generations sind aber die Stages. Green Hill Zone? Chemical Plant? Ringelt aber irgendjemand von euch was schon? Speed Highway? Euch kommt irgendwas davon minimal bekannt vor? Wow, das ist der schöne Part vom Game. Alle Stages sind an alte Spiele angelehnt und reimagined. Weil der Fluss der Zeit auseinandergebracht wurde, sind quasi auf der Overworld einzelne Generationen der Spiele in eine große Overworld eingeteilt, wo ihr einzelne Level nachholen könnt. Es sind aber nicht 1:1 Abklatsche der alten Levels, sondern eben Reimagines. Damit wir das ein bisschen besser veranschaulichen können, habe ich mir an der Stelle etwas Footage von 1UP TV geborgt, deren Channel übrigens unten in der Beschreibung verlinkt ist, welche die einzelnen Stages zwischen ihrem Original und dem Reimagined von Generations verglichen haben. Wenn wir uns zum Beispiel die allererste Stage, Green Hill Zone, die eigentlich fast jeder von euch kennen sollte, anschauen würden. Wir haben die Sprungfeder in der Palme. Wir haben die ganze Ringarmade in der Luft. Und wir haben sogar eine kleine Erinnerung an den Wasserfall. Bei Speed Highway aus Sonic Adventures haben wir dasselbe Startareal.
Die Szene mit dem Maus. Und eine kleine Anlehnung an die Sprungplattform. Wie ihr sehen könnt, sind das eigentlich alles neue Level. Es gibt nur kleine Eigenschaften, die euch so einen kleinen Kickback zurück in die Nostalgie geben. Und dann habt ihr ein breites Grinsen auf dem Gesicht. Jeder kennt in City Escape beispielsweise die Surf-Szene am Anfang. Oder den riesigen Truck Race ganz am Ende. Und glaub mir, der ist cool überarbeitet. Nicht alle Änderungen würde ich persönlich als positiv bezeichnen, zum Beispiel wenn wir uns Rooftop Run angucken, den ersten Level von Sonic Unleashed, dann sollte euch direkt auffallen, dass das Gameplay viel langsamer geworden ist. Ich weiß noch, als ich das erste Mal auf der Wii Sonic Unleashed gespielt habe, bin ich fast nicht hinterhergekommen mit dem ganzen Zeitgeswitche. Aber in Sonic Generations war das erstaunlich einfach. Ich denke nicht, dass 5-6 Jahre mir da so viel Skill reingebracht haben. Tatsächlich habe ich mir die Footage schon mal angeguckt und Sonic Unleashed ist einfach viel schneller. Ist nicht unbedingt was Gutes, ist aber auch nicht unbedingt was Schlechtes, man muss sich einfach dran gewöhnen. Während die Stages wirklich alle neue sind und sich nur teilweise an ihren Originalen orientieren, sind die Soundtracks eigentlich ihren Vorbildern wirklich nah. Sie haben einfach nur ein bisschen mehr Tiefe im Sound, ein paar mehr Instrumente und sind ordentlicher balanced. Es gibt nur ganz kleine Unterschiede zwischen Akt 1 und Akt 2, sprich dem alten und neuen Sonic, aber an sich klingen sowohl die Originalen als auch die neuen Tracks sich ziemlich ähnlich, wie ihr jetzt hören könnt. Man wird beim Spielen gut bemerken, dass es wirklich einfach nur Reimagined sind. Gewisse Ansätze ihrer Vorbilder behalten die Level, aber die sind neu strukturiert, manche sind komplett neu gemacht, speziell wenn man sowohl 2D als auch 3D Parts braucht, was eigentlich erst seit Unleashed der Fall ist. Insgesamt gibt es 9 Stages mit je 2 Akten, also kann man theoretisch sagen, es sind 18 Stages. Sind wirklich alle Stages gut? Naja, so sehr ich die Level genossen habe, hatte ich an einer Stelle das Gefühl, dass sich Game und Level Designer einfach wirklich nicht abgesprochen haben. Wieso? Naja, es sind wirklich hauptsächlich ikonische Stages drin. Green Hill Zone sagt jedem was. Und dann gibt es noch Sonic 06. Johnny, ich weiß, welches Level wir unbedingt brauchen werden. Ha? Crisis City. Ist das nicht aus Sonic 06 oder so? Ja! War das nicht scheiße oder so? Jo. Verbuggt? So viel. Sollen wir das genauso machen? Natürlich. Aber wieso? Ich dachte, wollen wir dann gutes Sonic machen. Ich hasse Menschen. Oh. Oh. Ich weiß beim besten Willen nicht wieso, aber für mich war das persönlich die verbuggteste Stage im ganzen Spiel. Ich war im Level, bin durch den Boden gefallen, im Boden stecken geblieben, durch die Luft geschleudert worden, eigentlich fast wie im Original. Wichtiger Nachtrag, den ich gerade beim Aufnehmen bemerkt habe. Wenn ihr bei Akt 2, Challenge 2 von Crisis City hier zurückspringt, dann könnt ihr tatsächlich out of bounds gehen. Ihr seid in einem 2D Gebiet, habt aber 3D Movement, ihr könnt die ganzen Gegner hier zurück angreifen und wie ihr seht, aus dem 2D Bereich, zurück in 3D Bereich, der ganzen verdammten Stage ausweichen. All die Gegner, die im Hintergrund sind, könnt ihr jetzt einfach mit Homing Attacks komplett durchtöten, komplett nach hinten zurückgehen, bis an Anfang der Stage. Wenn ihr jetzt nur ein paar Ringe übrig habt, stammt ihr einfach nur kurz hier rüber. Hier hat die ganze Stage begonnen. Links ist eine Laserwand und wisst ihr was? Ich kann zurück. Ich kann um diese Laserwand zurückhüpfen, hier rumstehen und eigentlich von hier aus weiterkunden. Ganz hinten war vorhin die Loop, in der ich festgehangen bin, falls ihr die seht. Wir können einfach mal hier rüberjumpen, uns weiter umgucken, merken, dass hinten die Loop ist, ein bisschen rumjumpen, sogar hier auf diese eine Fläche rüber. Tatsächlich habe ich vergessen, dass da unten noch eine Fläche ist, also habe ich mich einfach nur reingeboostet, aber hey, nutzt den Bug, erkundet die verdammte Map so viel ihr wollt, das ist atemberaubend behindert. Soundtrack-wise ist das auch der schwächste Track im Spiel, was aber nicht weiter auffällt, wenn man sich den ganzen Rest anhört. In fact hatte ich vom Speed Highway Track einen Tage, wenn nicht sogar wochenlang Ohrwurm.
Außerdem, um einfach mal die Diskussion um den besten Sonic-Track überhaupt abzuschließen, es ist nicht Live and Learn, es ist Open Your Heart. Ich habe ja anfangs erwähnt, dass ich Sonic Generations eigentlich nur angefangen habe, weil ich mal wieder ein Spiel zu 100% durchspielen wollte. Wo ich mich einfach hinsetze und sage, hey, ich möchte alles vom Spiel sehen und erst dann bin ich glücklich zu gehen. Habe ich das bei Generations geschafft? Jupp. Wie es war? Okay. In Ordnung eigentlich. Um es zu completen, müsst ihr alle 5 roten Ringe pro Akt sammeln. Das heißt, dass ihr, weil es viele alternative Wege gerade bei den 2D-Stages gibt, einen Akt teilweise 3-4 Mal durchspielen müsst, um wirklich alle roten Ringe zu sehen, was aber eigentlich nur dafür sorgt, dass ihr die Strecke immer besser und besser kennt und dann für euch persönlich bessere Rekorde aufstellen könnt. Ansonsten müsst ihr noch alle Challenges abschließen, von denen es immer 15 pro Kapitel gibt, pro Akt. Sprich, ihr habt insgesamt über 90 Challenges, die ihr abschließen müsst. Manche davon ziehen sich wirklich. Manche davon sind aber wirklich kreativ und haben mir manchmal mehr gefallen als die eigentlichen Level, auf denen sie aufgebaut sind. Außerdem müsst ihr bei jeder Strecke S-Ranks besitzen. Es ist eigentlich einfach, solange ihr nicht so dämlich seid wie ich und versucht bei den Challenges auch S-Ranks zu kriegen. Ihr braucht nur die normalen Strecken und solange ihr nicht sterbt, kriegt ihr die eigentlich ziemlich schnell. Das letzte, was ihr machen müsst, ist eigentlich wirklich jede Strecke einmal online absolvieren, was nicht schwer ist und einfach nur ziemlich viel Zeit braucht. Ich kann abschließend euch das Spiel eigentlich wirklich nur empfehlen. Wenn ihr alte Sonics mochtet, wird es für euch ein Nostalgia-Trip sein, bei dem ihr aber gleichzeitig was Neues erleben könnt. Und ihr werdet auf jeden Fall mit einem Grinsen vom Bildschirm setzen. Wenn es euer erstes Sonic ist, empfehle ich es euch immer noch. Es ist ein wirklich gutes Sonic, es bringt euch alle Dinge gut bei und ihr kommt eigentlich ordentlich durch, ohne wirklich zu einfaches Gameplay zu haben und nie wirklich zu überfordert zu sein. Es ist wirklich gut gemacht und es ist, würde ich sagen, eines der besten Sonics, die eigentlich existieren. Ansonsten sage ich euch, es kostet nicht allzu viel auf Steam, sobald es in einem Sale ist, holt's euch. Oder macht's einfach wie Shady, subscribed auf Hitbox, kriegt einen G2A-Key und damit könnt ihr Sonic Generations auf G2A kaufen. Das geht. Shady hat's gemocht. Auf jeden Fall vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat auch dieses Breakdown wieder mal gefallen. Ich schaue, welches Game ich mir demnächst raussuche, ich habe gerade so 2-3 Ideen, was es sein könnte. Ihr werdet es demnächst erfahren. Auf jeden Fall schreibt rein, was euch gefallen hat. Ich habe ein bisschen was Neues ausprobiert mit Kamera-Angles. Ansonsten, wir sehen uns in einem Livestream, einem Video oder im Breakdown. Bis dahin, schönen Tag euch noch. Nothing happened.